Hallo, liebe Nachtschattenwächse, ich bin's wieder, euer Otti. Ich stehe hier an der Regattabahn in Duisburg und zwar ist gerade die Kampagne Duisburg, Sportstadt Duisburg 2023 gestartet. Und einer der Sportler hier aus Duisburg, der hier zur Verfügung stand, ist Colin Lottner. Hi, erstmal. Hi. Seines Zeichens Boxer, 15 Jahre alt, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, hier schon fast größer als ich. Ganz kurz erstmal, wie bist du zum Boxsport gekommen und was bedeutet die Sportart für dich? Zum Boxen bin ich gekommen durch meinen Vater. Der hat mit mir früher Boxkämpfe geguckt und generell mir den Kampfsport näher gebracht. Und so hat sich das Interesse bei mir geweckt. Ja, und jetzt boxe ich. Boxen ist für mich einfach ein Teil meines Lebens geworden. Ich denke eigentlich den ganzen Tag denke ich nur ans Boxen. Ich gehe ins Gym, ich boxe da. Ich lebe den Sport einfach. Sehr gut. Gab es da irgendwelche Vorbilder, die du dann gesehen hast im Fernsehen zum Beispiel, wo du gesagt hast, das sind jetzt die, so ähnlich möchte ich auch mal irgendwann werden? Ja, Muhammad Ali. Das ist mein Vorbild. Die Legende, ne? Auf jeden Fall. Jetzt hast du schon ein paar Titel quasi eingefahren. Kannst du noch mal kurz zusammenfassen, was so die wichtigsten waren? Ich bin zweifacher deutscher Meister, 2021 und 2022 und letztes Jahr bin ich Europameister geworden. Cool. Und jetzt steht demnächst, hat gerade dein Trainer schon erzählt, stehen die Ruhr Games an, da ist auch ein Kampf. Worum geht es da genau aus deiner Sicht? Das ist die Qualifikation für die Europameisterschaft dieses Jahr, die ich auch natürlich gewinnen möchte. Sehr geil. Und wenn du jetzt quasi da zum Beispiel das schaffen würdest, hoffen wir mal, ich drücke dir auf jeden Fall fest die Daumen. Dankeschön. Was sind dann so deine großen Ziele, die du noch erreichen möchtest als Boxer? Jetzt oder? Auch kurzfristig und langfristig gerne. Kurzfristig auf jeden Fall jedes Jahr wieder Deutscher Meister werden und Europameister werden und langfristig 2028 Olympiasieger werden. Ja, sehr geil. Ja, cool. Das war auf jeden Fall ein sehr schönes, wenn auch kurzes, aber informatives Interview. Was machst du als einzige Frage, die jetzt nichts mit dem Boxen zu tun hat, um dir auch mal einen Ausgleich zu schaffen, wenn du mal sagst, ich möchte mal nicht boxen. Gibt es da irgendwas oder im Moment gar nicht? Gibt es gar nichts. Also, bin ich ehrlich, da gibt es gar nichts eigentlich. Also, muss ja auch nicht. Dann hast du da wirklich genau dein Herz, deine Leidenschaft gefunden. Auf jeden Fall. Ja, sehr, sehr cool. Danke dir. Kein Problem. War sehr nett von dir und ich drücke dir, wie gesagt, die Daumen und vielleicht komme ich ja zum Kampf, kann ich mal auch dann sehen, fotografieren. Würde mich freuen. Okay. Dankeschön. Ne? Ciao, Leute.